Das sieht aus, als wärst du so Psychologin. Und wir hätten jetzt so eine Selbsthilfegruppe. Papa, was kannst du über Josh sagen? Was Dummes über Josh? Okay. Ja, ist ein Holz. Ich glaube, ist ein Fetischist. Der kuschelt bestimmt mit Holz. Josh, ein guter Mann. Auf Türke und Deutsche. Als guter Mann. Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Format Pimp My Kitchen. Ich habe die Idee von Pimp My Ride aufgegriffen und habe das Ganze auf Sally umgemünzt. Das heißt, ich werde Küchen aufpimpen, aber ich habe mir dann gedacht, so bei der Konzeptentwicklung, es soll nicht einfach nur darum gehen, Küchen aufzupimpen, sondern zum einen Küchen von ganz besonderen Menschen, Menschen, die ihr schon kennt, Menschen, die ihr vielleicht noch nicht kennt und die ich euch vorstellen werde. Aber es geht eben auch darum, euch mit auf die Reise zu nehmen, eine Küche zu planen, zu individualisieren, auf was muss man achten, was ist ganz besonders wichtig und vor allem gibt es auch eine richtig große Überraschung für euch, denn am Ende gibt es auch noch eine Community-Küche. Das heißt, ich werde jemanden von euch auswählen, jemand, der eine Küche dringend nötig hat, einfach was Neues braucht und möchte euch mit einer neuen Küche, die dann noch individualisiert wird, überraschen. In diesem Format werde ich es auch so machen, dass ich ganz bewusst auch die Marken nennen werde, alles, was verbaut wird, alles, was ich zum Einrichten benutze. Denn mittlerweile kenne ich euch ganz gut, egal was ich zeige. Es wird immer danach gefragt, wo hast du das her, wo bekommt man es, auf was muss man achten. Deswegen gibt es auch die pimpmykitchen.de Seite. Da könnt ihr dann alle Infos nochmal nachlesen im Detail. Und hier in diesem Format werde ich euch einfach mit auf die Reise nehmen. Meinen ersten Kandidaten, das erste Versuchskaninchen, das kennt ihr sogar schon, und zwar ist es Josh. Josh, unser Kameramann. Ja, beim Josh weiß ich, dass er gerade eine neue Wohnung bezieht und da ist er wirklich Tag und Nacht dran und renoviert die Wohnung. Er macht die Decken selber, die Böden, reißt alles aus und macht wirklich komplett alles neu. Und dann hat mich der Josh angesprochen und gefragt, ob ich denn nicht Tipps und Tricks habe zur Küchenplanung. Und ich habe mir gedacht, komm, das wird jetzt die erste Folge zu meinem Format. Und ich weiß, Josh ist Single, er ist ledig, er zieht jetzt das erste Mal von zu Hause aus und es ist praktisch eine Wohnung, die er zum ersten Mal beziehen wird. Ich habe mich auch mit Joshs Papa, mit Klaus in Verbindung gesetzt, denn er hilft dem Josh auch auf der Baustelle. Und mit ihm habe ich das Ganze auch so ein bisschen organisiert, damit der Josh eben auch nicht die ganze Zeit dabei ist. Natürlich ist jetzt auch ganz wichtig zu wissen, was braucht denn der Josh überhaupt? Das heißt, wenn auch ihr zu Hause eine Küche planen wollt, dann geht am besten nicht planlos ins Küchenstudio. Das endet meistens, kann ich euch vorher sagen, im Streit, denn meist will der eine Partner das eine, der andere das andere. Setzt euch am besten hin und macht erstmal eine Bedarfsermittlung. Das heißt, seid ihr Single oder ein Pärchen? Habt ihr Kinder? Habt ihr Haustiere? All das sind praktisch Faktoren, die in die Küchenplanung mit einfließen sollten. Und deswegen werde ich jetzt erstmal herausfinden, was der Josh braucht. Ich weiß ja so ein bisschen was über ihn. Er ist sportlich, er ist handwerklich begabt, er ist auch sehr kreativ, was das Filmen angeht. Aber natürlich weiß ich noch nicht alles über Josh. Und deswegen habe ich mir gedacht, frage ich doch mal Freunde von ihm und auch die Kollegen und kann dann noch mit euch gemeinsam ein bisschen mehr über Josh erfahren. Holz. Aha. Ja und? Jetzt? Weiter? Also er mag Holz. Also er, immer wenn ich ihn anrufe, dann hat er irgendwas am Schreinern, macht Holzbretter. Ich glaube, wenn man da ein paar Details mit Holz vermischt in seiner Küche, wäre das, glaube ich, schon ziemlich cool. Den gibt es auch nur in Kombination mit seinem roten Van. Und wir sind eigentlich im Sommer und im Winter zusammen surfen oder snowboarden. Und da sind wir entweder an der Atlantikküste unterwegs oder irgendwo in den Alpen. Und das macht uns eigentlich ziemlich viel Spaß. Irgendwie kann es sein, dass er vielleicht das Leben lebt, was ich gerne leben würde. Ich weiß es nicht. Manchmal kommt es mir so vor. Ich kenne keinen Menschen, der mehr Musik hört als Josh. Ist halt einfach eine große Leidenschaft auch von ihm. Wenn ich runtergehe zu ihm und er irgendwas schneidet, läuft immer irgendwo Musik. Und er mag diese so technische Spielereien, das merkst du auch an der Kamera. Deshalb kann man da irgendwas einbauen, dass bei dem die ganze Zeit Musik läuft. Wir haben so ein, wie soll ich sagen, so ein Spitzname für ihn, also der Allmann. Weil er macht es halt immer, was er macht, macht er zu 100%. Also in unserem Büro bin ich die Ordentliche. Die erste Frage, die Josh mir gestellt hat, als ich hier angefangen habe, war, ob ich gerne etikettiere. Der Josh ist so unordentlich, ich reg mich jedes Mal auf. Und daraufhin habe ich erstmal so ein bisschen verstutzt geschaut. Und sagt irgendwas, hey, guck mal, soll ich das etikettieren? Und dann etikettiert er das einfach. Und wenn er was perfekt gemacht hat, dann sagt er, gut, diese Deutsche, sagt er immer dann immer. Bei allem, was du backst oder kochst,
fragt er erstmal, ob man es auch noch frittieren könnte. Bei seinen Eltern daheim haben sich mal so eine kleine Siebträgermaschine geholt, wo er auch so ein bisschen dann in das Barista-Game reingekommen ist. Er versucht sich auch ein bisschen an Latte-Art. Ich weiß noch, so Schwäne und so. Was ist das? So eine Pflanze drauf machen wollte, aber kann der das mittlerweile? Er kriegt es meistens nie so ganz hin, schickt mir dann ein Bild von irgendeinem weißen Kloß, was sagt, guck mal, das sieht aus wie ein Schwan, aber ich glaube ja, auf jeden Fall ein guter Kaffeetrinker. Ja, so wie ich den Josh kenne, ist ihm, glaube ich, ein Esstisch gar nicht so wichtig, sondern dass er eher so gemütlich in der Runde in seiner Küche steht, vielleicht in einem Bar, Tresen oder so. Wo man dann ein, zwei entspannte Bier oder einen Gin trinken kann. Das ist, glaube ich, sein Ding. Durch Joshs Arbeit als Kameramann hat er natürlich auch sehr viel mit Licht zu tun. Und ich glaube, er wird schon sehr schätzen, wenn man ihm auch mit Licht irgendwie die Küche verschönert, mit indirekter Beleuchtung zum Beispiel. Und ich glaube, das wird er dann schon auch sehr schätzen, wenn er einfach ein schönes Ambiente da auch hat. Also, jetzt haben wir ein bisschen mehr über den Josh erfahren. Wir wissen, Joshs Lieblingsfarbe ist Rot. Ich glaube, ich würde da eher auf ein Dunkelrot gehen. Er interessiert sich sehr für Musik und Holz. Er ist ein großer Kaffeeliebhaber und er mag auch ganz gerne Gin und Wein und verbringt seinen Urlaub gern in seinem Van. Und eine große Leidenschaft teilen wir, und zwar das Etikettieren und Katzen. Gell, Muffin? Mach mal, komm, dein Auftritt. Na, du wenn ja, kawawichi wawa, umma. Mein kleiner Schatz. Okay, dann geht's los. Planen wir mal Joshs Küche. Josh hat eine eher längliche Küche, also vom Raum her, sie ist nicht klein, wenn man sie optimal plant. Und ich glaube, wir bekommen dann auch relativ guten Stauraum hin. Die Küche ist länglich mit Zugang zum Flur oder vom Flur. Und hinten raus hat er ein Fenster und eine Balkontür. Auf der einen Seite hat er auch ein Fenster, das heißt, sie ist auch ganz gut lichtdurchflutet. Und ich muss schauen, dass ich die Küche mit dem Wohnzimmer so ein bisschen verbinde, da es zwischendrin kein Esszimmer gibt. Das heißt, die Küche schließt direkt ans Wohnzimmer an und sollte dementsprechend auch so ein bisschen in den Raum integriert werden. Okay, die Gegebenheiten sind, Wasseranschlüsse sind schon vorhanden, die würde ich jetzt da auch gar nicht versetzen, das wäre alles viel zu viel Aufwand und der Dunstabzug nach außen ist auch schon vorhanden. Das heißt, das greife ich jetzt auf und werde jetzt hier meine Ideen einfach mal mit reinbringen. Zuerst werde ich mir jetzt auch überlegen, welche Geräte ich für Josh einbauen möchte und gehe deswegen einfach hier auf der Seite von Bosch mal durch, welche Geräte ich haben will. Auf jeden Fall soll es ein Backofen werden, ein Kombigerät mit Dampfgarer zum Beispiel, weil ich eben weiß, dass Josh sich eben auch mal gerne gesund ernährt und so kann er auch mal auf einmal ein schönes Menü zaubern mit dem Dampfbackofen. Er braucht auf jeden Fall einen Kühlschrank mit Gefrierfach, sodass er da immer alles griffbereit hat. Ein großes Kochfeld, er kocht nämlich auch wirklich sehr gerne. Einen Dunstabzug, der am besten an der Wand montiert wird, da ich dort eben den Dunstabzug bzw. die Abluft nach außen habe. Und eine Spülmaschine. Und da muss ich mal schauen vom Platz her, ob das alles hinten aufgeht. Denn hinten an der Zeile habe ich ein bisschen wenig Platz, muss ich sagen. Ich muss wahrscheinlich mit einem Eckschrank arbeiten. Und wenn da ein großes Waschbecken hinkommen soll, dann glaube ich, wird der Platz zu eng für eine große Spülmaschine. Aber da kann man ja zur Not auch einfach auf eine kleine Spülmaschine zurückgreifen. Und wer weiß, vielleicht ist es sogar viel besser. Bei den Bosch-Geräten lasse ich mich jetzt mal kurz beraten. Da gibt es eine Online-Beratung. Ist cool gemacht? Schon mal von einem Geschirr. Das bin ja ich. Okay, ich lasse mich kurz von mir selber beraten. Ich kenne die Geräte. Ich suche sie jetzt einfach aus. Aber ich gucke es mir noch kurz fertig an. Ich finde, die Beratungsfirma ist ja echt gut geworden. Einer, der genau so spült, wie ihr das möchtet? Nein? Dann zeige ich euch jetzt mal was. Thema Wasserplatz ist ja auch ganz wichtig und ich denke, bevor ihr auch zum Küchenstudio geht,
solltet ihr euch auf jeden Fall mal darüber informieren, was ihr vielleicht auch haben wollt, wie es aussehen soll, was für Funktionen ihr haben möchtet, wobei euch ein gutes Küchenstudio natürlich auch beraten wird. Aber wenn ihr schon mal so eine kleine Vorahnung habt, was ihr haben möchtet, wie zum Beispiel dunkles Spülbecken, Silgranitoberfläche, Keramik, welches Material oder doch lieber Edelstahl, dann denke ich, seid ihr da im Küchenstudio einfach auch besser aufgehoben. Und ich werde jetzt hier einfach mal durchschauen, auf jeden Fall eine große Spüle. Stylisch muss der aussehen. Schönen großen Wasserplatz. Alles schön integriert. Und ein gutes Abfalltrennsystem. Ja. Oh, das sieht gut aus. Dann geht es jetzt ans Individualisieren. Ein großes zentrales Element in Joschs Küche soll auf jeden Fall die Kaffeebar sein. Und deswegen würde ich die schon so als Eyecatcher direkt an den Eingang setzen. Praktisch direkt hier am Anfang, damit der Josch, wenn er eben aus dem Flur kommt, direkt an der Kaffeebar sich schon mal den ersten Kaffee ziehen kann. Das soll hier vorne stattfinden. Und dann würde ich auch sagen, dass wir über dem Kühlschrank so eine Art Ginbar dann platzieren. Oder beim Kühlschrank, eben dort, wo die Getränke sein sollen. Ich muss mal schauen, ob das dann über dem Kühlschrank oder daneben sein wird. Was ich hier auch habe, ist eine kleine Kücheninsel, wo er dran arbeiten kann. Und ich glaube, weil ja Josch nicht so der Mensch ist, der wahrscheinlich einen Esstisch stecken wird, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ich an diese Kücheninsel, an der er arbeiten kann, einfach so eine Art Bar anschließe. Und die Bar dann als Esstisch dient und noch als erweiterter Arbeitsplatz. Ja. Falls er sich mal wirklich richtig austoben will in der Küche, dann hat er dort nochmal eine schöne Fläche zum Arbeiten. Ich würde auch sagen, dass er eine Müslibar bekommt, auf jeden Fall. Ich kann mal schauen, ob ich die Richtung Kaffeebar anschließe oder ob es dort zu eng wird und woanders Platz hat. Aber auf jeden Fall, dass er sich dort morgens auch immer sein Porridge machen kann oder sein Müsli, so wie wir es hier bei der Arbeit eben auch immer machen. Ich werde mal schauen, für welche Front ich mich da entscheiden werde, aber auf jeden Fall ist Licht ganz wichtig, Holz ist ganz wichtig, es soll eine schöne, warme Atmosphäre sein und trotzdem recht stylisch sein und vielleicht so eine Art Bar-Feeling sogar in der Küche, dass man reinkommt und denkt, okay, jetzt befinde ich mich hier in der Bar und fühle mich wohl und bin beim Josch zu Hause. Ja, ich glaube, ich packe jetzt einfach mal meine ersten Ideen zusammen. Habe hier auf Pinterest noch fleißig nach Ideen geschaut und schaue mir noch ein paar Fronten an. Und dann treffe ich mich gleich mit Jörg in Werl und werde dort die Küchenausstellung anschauen. Nehmt euch auf jeden Fall ganz viel Zeit für die Planung. Nehmt den Plan auch gerne mal mit nach Hause, schaut ihn nochmal durch. Passt der Stauraum? Habt ihr vielleicht zu viele Dinge, die ihr verstauen müsst? Oder passen die Schubladen, wie ihr sie beim Küchenberater geplant habt? Und dann ist es auch immer ganz wichtig, sich einen Termin beim Küchenplaner zu machen, damit die eben auch Zeit haben, um euch zu beraten. Wir sind jetzt hier in Nordrhein-Westfalen und hier ist der Hauptsitz der Firma Nobilia. Nobilia stellt jeden Tag 3.750 Küchen her und hat insgesamt 4.200 Mitarbeiter. Also schon ziemlich beeindruckend. Und ihr müsst euch so vorstellen, da hinten im Werk kommt das Holz an, wird verarbeitet und vorne kommt die fertige Küche raus. Also wirklich made in Germany, made in Werl und dann wird es einfach ausgeliefert in die ganze Welt. Jetzt führt mich Jörg durch die Nobilia Küchenausstellung. Wir schauen uns gemeinsam verschiedene Küchen an und dann werden wir die ersten 3D-Entwürfe für Joschs Küche planen. Oh, der Nierenschrank. Ist die Küche sortiert? Ist dein Leben sortiert? Ich sag's immer wieder. Bisschen Mut zur Farbe. Ja, rostrot heißt das, dieser Farbton bei uns. Ich glaube, das geht schon in seine Richtung. Weinrot ist so eine seiner Lieblingsfarben, mag er ganz gerne. Ich glaube, die ganze Küche vielleicht nicht, das sieht man sich vielleicht auch schnell satt. Wobei das Rostrot eigentlich schon eine schöne Farbe ist. Also jetzt, ich weiß, man hatte ja eine Zeit lang Knallrot, aber ich glaube, da sieht man sich sofort satt. Aber so Rostrot in Kombi mit Dunkel oder Hell wird schon in seine Richtung gehen, glaube ich. Wie findest du dieses Detail hier mit der Glaswanne? Das finde ich auch der Hammer. Also, wenn man das vielleicht an der Theke sogar und dann, ich
meine, jetzt Deko hat er vielleicht nicht, aber wenn er da seinen Gusseisenbräter zum Beispiel mit reinstellt, den er dann auch oft zum Kochen benötigt, und da mit dem Licht, das finde ich schon schick. Ja, schönes Detail auch. Ja. Sollen wir uns ans Planen setzen? Würde ich sagen. Okay, komm. Sonst sehe ich noch mehr und dann können wir uns gar nicht mehr entscheiden. Also jetzt haben wir hier mal eine moderne Küche geplant, die auch gut platztechnisch reinpasst. Aber wollen sie doch noch ein bisschen verändern, weil ich glaube, im Josch ist sie so auch noch zu Standard. Ich glaube auch, dass er jetzt nicht unbedingt der Typ ist, der so am Esstisch sitzt, sondern vielleicht... Gesundheit, Murat. Sondern vielleicht probieren wir es wirklich mit so einer Theke, die dann so extra hoch, dass er gar keine normalen Stühle hat, so wie hier, sondern wirklich nur Barhocker oder dran stehen. Ja, okay, dann muss ich mal überlegen, wie wir das vielleicht technisch hinkriegen. Ist nicht so ganz einfach mit so einer hohen Theke, vor allem mit den Höhen. Aber ja, ich gucke mal, ob da irgendwas machbar ist. Oh ja, das ist cool. So mit der Theke und dem Glas, ja. Sieht, finde ich, warm und einladend aus. Auch mit den drei Farbtönen. Ja. Ja. Es ist geschafft, die Küche ist geplant. Es war wirklich ganz, ganz viel Arbeit, etliche Stunden Planung. Oft haben wir die Planung auch wieder umgeworfen, aber die Planung steht jetzt und ich glaube, es wird die perfekte Küche für Josch. Die Küche wird jetzt angeliefert, die Montage geht los und da nehmt euch Murat mit und zeigt euch mal den Aufbau. So, das, Mario, Claudio, beide von Nobilia, das sind die Monteure. Die schauen sich jetzt das Ganze richtig an, ob der Jörg das richtig gemessen hat. Wie sieht's aus? Das sieht gut aus. Jetzt sind wir voll ehrlich, Jungs. Wenn ihr so eine Küche geplant bekommt und ihr geht in einen Raum, den ihr noch nie davor drin wart, geht da immer mal was, wo man denkt, oh Gott, das war nicht richtig eingezeichnet, oder kommt immer mal was vor, oder? Das kommt immer mal vor. Ganz ehrlich, gell? Das ist wie so ein Überraschungsei. Immer wieder. Jeden Morgen, wo du denkst, oh, wie machen wir das jetzt? Aber ihr kriegt es immer hin. Ja. So. Ja. Passt auf, Jungs, ich mache die Drecksarbeit. Ich schleppe das ganze Zeug hier rein und ihr seid die Ingenieure und sagt einfach, was ich machen soll, okay? Auspacken. Auspacken, okay. Alles klar. So, das da ist jetzt so die Nischenrückwand und ich tue jetzt gerade Claudio zeigen, wie das gemacht wird. Meinst du andersrum, ne? So, und zwar baue ich jetzt einmal kurz durch. Jetzt nimmst du die wieder raus. Genau, und dann tun wir nämlich die Bohrkrone rein und dann baue ich da. So, dann tun wir die Bohrkrone rein. Weil da kommt nachher die Steckdose rein. Habe ich recht, Mario? Richtig. Genau. Richtig, immer noch Claudio. Ja, klar, Claudio, tut mir leid. So Wahnsinn. Sag mal, sei froh, dass du mit mir nicht zusammenarbeiten musst, ohne willst du. Also bohren wir erst mit denen auch nochmal vor. Okay. Und dann machen wir die Bohrkrone drauf und dann kannst du runterbohren. Einfach richtig ganz. Während die Männer hier jetzt noch aufbauen, kümmere ich mich schon mal um die Einrichtung. So, heute wird gemalt. Heute ist bei uns Sonntag und wir haben uns gedacht, ich möchte ein Bild für Joschs Küche malen und Samira und Ella machen heute mit. Ich würde sagen, wir legen direkt los, oder? Ja. Ich male einfach was Schönes, was passt. Ich habe mich so ein bisschen orientiert oder inspirieren lassen von dem Bild, was wir damals mal bei Nobilia gesehen haben. Und ich habe das abfotografiert und der Josch hat gesagt, Mensch, das gefällt mir gut. Ich glaube, so was Ähnliches male ich. Los geht's, Mädels. Für den Josch haben wir so eine Front ausgesucht, die heißt bei Nobilia Easy Touch. Easy Touch ist, ich mache mal ganz kurz,
Das machen wir natürlich erst, wenn die Küche fertig ist. Aber guck mal, Vivi, komm mal kurz her, guck dir das mal kurz an. Also keine Handabdrücke, wirklich nicht. Echt cool, muss ich ehrlich sagen. Kannst du machen, was du willst, geht gar nichts. Nicht mal ein Forensiker würde hier noch Fingerabdrücke finden. Ja. Das ist Josch seine Terrasse vorm Haus. Und haltet euch fest, es ist wirklich so, das sind Kiwibäume. Ah, und jetzt kommt meine Frau. Ja, ich schlepp schon, ich arbeite. Ja, jetzt gucke ich mir mal die Küche an, wie sie momentan aussieht. Ich habe ein bisschen Proviant dabei, Kuchen für das Montageteam. Also hier wird nachher die Bar sein, okay? Hm. Und hier die Cerealien und das alles, ja. Ich weiß es, ich habe die Küche geplant. Ja, können wir diesen Grillenton machen kurz? Ich hatte den auch im Kopf. Genau. Vielen, vielen Dank. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also hier ist noch ein bisschen was zu tun. Die Zeit wird knapp. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal Besorgungen machen, lasse die Männer hier alleine weiterschaffen. Und dann wird die Küche aufgepimpt. Mach nichts kaputt, okay? Ja, ja. Bis später. Jetzt ist die Küche fertig montiert und ich muss sagen, die sieht richtig, richtig gut aus. Bevor ich die Küche jetzt einrichte und euch zeige, muss ich sie natürlich erstmal putzen. Am besten nehmt ihr dafür wirklich auch Baumwolltücher und keine Mikrofasertücher, denn Mikrofaser sind einfach viel zu hart und würden hier die Oberflächen einfach verkratzen. Also da generell einfach drauf achten, die Glasoberflächen mit einem Glasreiniger reinigen und ansonsten lege ich jetzt direkt los. Ich würde sagen, Max, Vivi, Kamera weg, wir putzen gleich zusammen, oder? Hä, Murat? Murat? Schatz? Komm, hilf putzen, dann sind wir schneller fertig. Mach du. Ich putz nass und du putzt trocken, okay? Oben war noch Murat. Hast du nicht da oben geputzt? Da ist noch so staubig. Schläft er? Vorm Haus hatte Josch Kiwibäume. Und wir hatten, wie soll ich sagen, einen blinden Passagier da drin. Einer, der keine Miete bezahlt. Und zwar da oben. Seht ihr die Taube? Die brütet da oben. Oh, ich mach nichts, keine Angst. Alles okay. Seht ihr die? Wahnsinn, oder? Wahnsinn, voll schön. Das ist so eine. Ich glaube, das ist eine Blaukopftaube. Ja, und zwar, das sieht man, weil sie einen blauen Kopf hat. Hm. Noch nicht danach aus, aber das hier wird eine richtig schöne Barista-Kaffeebar. Vorratsdosen am besten, wenn was aufbewahrt wird, kommt es ja meist in den Kühlschrank. Und deswegen schaue ich mal, vielleicht nutzen wir da unten den Platz für Vorratsdosen. Hier habe ich noch eine kleine Überraschung versteckt, denn es gibt ja auch Dinge wie zum Beispiel Joschs Heißluftfritteuse, sperrig, groß, nicht so schön zum Hinstellen und diese Geräte, sonstige Geräte, alles was man vielleicht auch gar nicht so oft braucht,
werden wir hier drunter verpacken, denn hier habe ich einen Eckschrank, dass wir praktisch auch hier hinten dieses tote Eck, was man oft hat, eben auch nutzt. Da haben wir einfach den Kesselböhmer Le Mans eingebaut, schaut mal. Dann kann man das hier so rausholen und wieder wegstellen. Oder auch mal große Töpfe, die jetzt nicht in eine normale Schublade passen. Und dann hat er das da hinten drin und wirklich den Platz in der Küche optimal genutzt. Dann geht's los. Dann holen wir jetzt alle Kisten und räumen ein, denn ich zeige euch jetzt, was praktisch so die Grundausstattung in der Küche ist. Der Josh, der hat ja im Prinzip nicht viel, beziehungsweise der Philipp bringt mir alles vorbei, was im alten Haushalt drin ist. Und alles andere habe ich mitgebracht und richte mir jetzt die Küche ein. Ich habe jetzt auch noch Barhocker besorgt für die Küche, denn man will ja auch nicht die ganze Zeit beim Essen stehen, sondern sich vielleicht auch noch an den Barhocker setzen. So, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Und mein durchschnittlich großes Model Murat. Ja. Zeigt euch jetzt, wenn man dran sitzt, also ist das Ganze schon ein bisschen zu tief. Ja, weil ich, wenn ich jetzt zum Beispiel schneiden würde, müsste ich so hoch und dann so schneiden. Das sieht total bescheuert aus. Du sollst ja hier nur essen, geschnitten. Ja, und wenn ich jetzt mal mit Josh mal einen Schnitzel gemacht habe mit ihm im Garten, dann wäre das jetzt eine blöde Sache. Ja, und deswegen, das heißt, ihr baut ein Podest. Genau, wir bauen ein Podest mit dem Günni zusammen. Der hat zwar zwei linke Hände, aber ich denke, jetzt sind wir prima hin. So, alles schön. Ich werde es. So, das ist jetzt die Unterkonstruktion und die ist eigentlich richtig leicht. Kannst du die alleine tragen oder soll ich dir helfen? Ja, helf mir lieber. Ja? Und jetzt haben wir hier eine USB-Platte und die USB-Platte schrauben wir auch drauf. Also wir tun sie erstmal zurechtschneiden, dann tun wir sie draufschrauben und dann haben wir eigentlich eine sehr, sehr starke Konstruktion. Und auf diese USB-Platte wird nachher natürlich die Eichenplatte draufgeschraubt. Ja. Du, das, was sagst ist, du als? Ist das türkische Eiche oder deutsche Eiche? Das ist türkische Eiche. Eiche? Ja, genau. Aha. So. Ich gebe dir dein türkische Eiche. Genau, ganz genau, genau. Wenn ich es richtig ausgemessen habe, dann muss es passen, ohne dass wir im Schrank kratzen. Ja, wieder. Perfekt. Was ist? Ich stelle mir jetzt gerade einen Hai vor. Wenn ich so auf Augenhöhe bin, habe ich gar keine Angst mehr vor dir. Ne? Ja, ich könnte dich jetzt so einfach so wegwischen. Ja, mach mal. Ja? Komm. Komm rüber. Könnt ihr jetzt mal einkaufen gehen? Ja, wir gehen einkaufen. Was brauchen wir noch? Ja, oh, hör auf, gib's hier so einen kurzen Arm. Grundnahrungsmittel, ich habe euch eine Liste vorbereitet. Ja. Okay. Milch, Butter und Eier. Salz, Pfeffer und Paprika. Ja. Ja, auf geht ihr. Ja, dann Zwiebeln. Gut, hier habe ich jetzt mal so Grundausstattung kochen und vorbereiten. Also was finde ich persönlich in der Küche nicht fehlen darf. Ich sehe gerade, Philipp kommt gerade. Ich mache ihm kurz die Tür auf, dann zeige ich euch gleich weiter. Philipp kommt gerade rein. Hallo. Hi. Ich habe euch noch was mitgebracht. Warst du jetzt beim Josh in der Küche? Ja, ich war noch beim Josh daheim und habe noch seine Lieblingsfritteuse von der Eltern daheim mitgebracht. Okay. Und ich glaube, ohne die kann er nicht. Ja? Hast du noch ein paar Sachen von ihm? Ich habe sogar noch ein bisschen was draußen. Okay. Ich hole ihn mal noch schnell. So. Okay, ich sehe schon. Alles, was wichtig ist für Josh. Ja, ich habe auch noch ein bisschen paar Spezialitäten von ihm daheim mitgebracht. Ich glaube, okay. Da freut er sich auch drüber. Ja, ja. Du sollst ja eigentlich noch was helfen beim Einräumen. Du, wenn du magst, kannst du gerne die Sachen vom Josh, vielleicht kannst du die Gin-Bar machen. Ja, nee, auf jeden Fall. Dann ja? Dann mache ich hier so lang Geschirr und Besteck. Perfekt. Freunde sind da, wenn man sie braucht. Ah, ihr habt ja auch die passenden Rotweinfächer dafür, ja. Sehe ich. Das freut er sich über sein Primitivo. An alles gedacht. Was haben wir da? Danke dir, den Rest mache ich dann allein. Super, dann euch noch viel Spaß. Dankeschön. Hier haben wir jetzt wieder so das Thema kurze Laufwege. Der Josh beschwert sich bei uns in der Küche immer, dass er so weit laufen muss, wenn er zum Beispiel das Besteck anrichtet. Aber gut, unsere Küche ist auch Arbeitsplatz und Studio und groß. Aber deswegen habe ich gedacht, dem Josh zuliebe, Besteck kommt direkt hier rein. Da muss er nicht mal einen Schritt weg machen.
und hat sofort alles verräumt. Lediglich beim Geschirr muss ich sagen, das teile ich jetzt ein bisschen auf, denn ich habe mir gedacht, hier kommt ja die Müslibar hin, also werde ich die Müslischüsseln dahin reinsortieren. Ist auch sehr dekorativ, muss ich sagen. Und das andere Geschirr kommt eher hier Richtung Theke, weil hier wird ja auch gegessen. Immer, wenn ihr über oder unter dem Backofen eine Schublade habt oder einen Schrank, wo ihr einfach Backbleche und Backzubehör verstauen könnt. Denn die meisten machen das ja im Backofen. Aber jetzt stellt euch vor, ihr habt eine recht kleine Küche, habt hier vielleicht die ganzen Backbleche drin und müsst ihr dann jedes Mal vor der Benutzung erstmal rausholen und irgendwo abstellen. Und ich finde es gut, wenn man im Backofen entweder nur so ein Lochblech hat oder einen Backofenrost. Dann kann man nämlich auch von unterwegs aus, also zumindest bei mir so, beim Josch jetzt auch, weil es ja Home-Connect-fähige Backöfen sind, kann man von unterwegs aus praktisch die Backöfen schon anschalten. Man weiß ganz genau, es steht nichts drin, was verbrennen kann und alle Zubehörteile sind hier schön sortiert, drunter oder eben darüber. Hier bin ich ja jetzt in der Vorbereitungszone, das heißt Salat zubereiten, Gemüse schnippeln, Zutaten vermischen und ich habe mir überlegt, kann der Josch eine Küchenmaschine gebrauchen? Eigentlich ja, die kann natürlich jeder gebrauchen. Aber dann habe ich weiter überlegt und mir gedacht, der Josch ist ja auch oft unterwegs mit seinem Camper. Und deswegen habe ich ihm jetzt praktisch Tools hier mit rein, die ich jetzt hier einräumen werde, die er hier in der Küche nutzen kann und aber dann auch mit in den Camper nehmen kann, weil alles ohne Strom funktioniert. Das heißt hier zum Beispiel die Trommelreibe, damit kann er Nüsse zerkleinern, Gemüse hobeln, Obst, Käse, Wurst und alles Mögliche. Genauso der kleine Speedwing, der als Mixer dient und eben diese kleinen Mixmesser hat. Und es ist eben gut, er kann es hier verwenden und eben auch ohne Strom unterwegs oder draußen auf der Terrasse. Und was ich hier auch habe, also gerade hier der Transformer zum Beispiel, den kann er hier mit dem Fuß festmachen, zum Beispiel am Ceranfeld oder auf glatten Oberflächen. Oder wenn er hier an der Theke arbeiten will, kann man hier das Ganze auch damit festmachen und praktisch hier an der Küchentheke festmachen. Und so kann er auch, wenn er mal zu zweit, zu dritt, zu viert kocht, kann einer da stehen, einer hier, einer da. Und man kann das Ganze verteilen, ohne dass sich jeder im Weg steht. Das Spacewalk ist auch ganz praktisch. Ich kann nämlich diese Abstände, diese Abteilungen einfach individuell einstellen. Hier zum Beispiel ein bisschen schmaler für die Hobeln und da auch direkt Zubehör dazu. Dann weiß er immer ganz genau, wo er alles findet. Und hier ein bisschen breiter, da kann zum Beispiel der Speedwing rein, Speedwing-Zubehör und noch Burgerpresse. Und dann hat alles seinen Platz. Ich habe jetzt schon fast alles eingeräumt und wir sind hier bei Pimp My Kitchen und deswegen wird hier Joschs Müsli-Theke, Müsli-Bar noch gepimpt. Ich habe mir gedacht, so richtig wie im Hotel, einfach hier eine Müsli-Bar aufzubauen mit dem ganzen Geschirr, mit den Vorräten, mit Müsli, Haferflocken, Leinsamen, Cornflakes, was es auch alles gibt. Habe hier auch schon tolle Lampen ausgesucht, denn das Ganze wird ja wirklich heute bis morgen noch fertiggestellt, sodass die Küche komplett einzugsbereit ist und der Josch schon überrascht werden kann. Also ich will jetzt nicht sagen, es wäre meine Lieblingsbeschäftigung, aber doch. Es ist meine Lieblingsbeschäftigung. Etikettieren und beschriften. Jetzt geht's an die Gewürzschublade und ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme jetzt hier einfach kleine Ingwer-Shot-Gläser. Die gibt es natürlich auch in groß als Smoothie-Gläser und vor allem Vorratsgläser muss man eben nicht einfach wegschmeißen, man kann sie immer wieder verwerten. Gut, wie gesagt, ich könnte es jetzt auch in den Gläsern drin lassen, aber stylischer wird es,
wenn ich es umfülle. Vor allem, weil ich es in eine Schublade machen möchte und die da gar nicht reinpassen. Und ja, ich fülle die jetzt hier rein. Man ist erst ein richtiger Hobbytürke, wenn man Kreuzkümmel daheim hat. Ja, so eine alte türkische Redewendung. Ach, ihr seid noch dran? Ja, wenn ihr jetzt noch dran seid, dann könnt ihr auch noch was gewinnen. Nämlich einen Gutschein in Höhe von 1000 Euro für eure Küchenausstattung bei www.sallys-shop.de. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist folgenden Kommentar zu hinterlassen. Schreibt mir doch gerne einmal unter dieses Video, worauf ihr bei euch in der Küche achtet. Seid ihr eher Fan von Farbe oder seid ihr eher teamneutral? Aber schreibt mir gerne auch, warum ihr auf Farbe zurückgreifen würdet oder warum ihr euch für eine neutrale Küche entscheiden würdet. Gleich geht's weiter nach der Werbung. Jetzt geht's an die Kaffeebar. Die kommt hier hin. Momentan sieht es noch nicht nach einer Kaffeebar aus, aber ich habe für Josh eine Siebträgermaschine bestellt, denn er hatte ja zu Hause praktisch bei seinen Eltern auch eine und hat die immer benutzt, hat dann auch immer Fotos geschickt von seinen wahnsinnigen Kunstwerken, die jetzt natürlich mit der Zeit noch besser werden, da er jetzt seine eigene Siebträgermaschine bekommt und dann kann er richtig Latte Art machen. Die packe ich jetzt aus und dann schaue ich, wie ich seine Kaffeeecke noch pimpen kann. Max, kannst du mir kurz helfen? Die ist, glaube ich, schwer. Das sind die unten, ne? Ja, unten am besten. Oh Gott im Himmel. Oh Gott. Ja. So, passt. Für einen schönen Akzent an der Kaffeebar montiere ich hier jetzt noch ein schönes Regal aus massivem Eichenholz, damit die Kaffeebar so ein bisschen einen warmen Touch bekommt. Eine hochwertige Siebträgermaschine hat natürlich auch gutes Zubehör. Zum einen habe ich hier eine Kaffeemühle mit einer Abklopfschublade. Eigentlich wollten wir eine Abklopfschublade hier unten einbauen, aber der Josh lebt ja hier alleine und diese Kaffeemühle hat praktisch hier die Abklopfschublade. Da passt es auch ganz gut, kann er direkt dann den Kaffee auch später entsorgen. Und damit das Ganze hier nicht einfach so rumfährt oder er es in die Schublade irgendwie verräumen muss, habe ich mir gedacht, richte ich das hier schön an und dann hat er eben schön alles verstaut, aber doch sehr dekorativ. Hier kommt jetzt eine Deko für die Kaffeebar. Dafür nehmt ihr einfach ein Holzstück, das ist einfach ein Rest, den ich zugeschnitten habe, Tafellack und eine Rolle. Und jetzt kann ich hier das Holzstückchen mit dem Tafellack schön bemalen. Small wäre ja langweilig.
Damit Josh die Küche direkt bewohnen kann, gibt es jetzt auch noch Grundnahrungsmittel für den Kühlschrank. Dann kann er direkt nach dem Einzug, nach dem Bezug der Küche, sofort mit Kochen und Backen loslegen. Den habe ich ja schon kalt. Gemüse habe ich schon teilweise eingeräumt. Aber ich zeige euch auch, wie man Lebensmittel richtig verräumt. Ich habe da auch mal ein Video drüber gemacht. Und zwar ist so, Obst und Gemüse kommen unten rein, dann Fleisch und Milchprodukte und weiter oben die Dinge, die Lebensmittel, die eben weniger Kälte brauchen. Ja. Seit unserem Türkei-Ausflügen ist Josh als Hobby-Türke natürlich bekennender Kaimak-Fan. Deswegen gibt es gleich eine Portion Kaimak. Jetzt geht's an Joshs Musiktechnik. Und zwar hat mir Sarah gesagt, dass er eigentlich rund um die Uhr immer Musik hört im Büro. Deswegen habe ich hier die Anlage besorgt, habe hier noch einen Verstärker. Ich hatte auch vorher mit Joshs Papa schon ein Gespräch und habe praktisch dafür gesorgt, dass so im ganzen Haus alles verbunden ist. Die Verstärker gibt es dann auch. Er kann praktisch sein Handy oder sein Tablet zum Beispiel auch mit dem Haus verbinden und sozusagen überall Musik hören, wo er ist. Überall die Verstärker einbauen und dann Spotify oder alles Mögliche streamen. Deswegen verstecke ich jetzt hier den Verstärker einfach da oben über den Hängeschränken. Da habe ich auch schon Steckdosen versteckt und die Anlage kommt dann hier direkt über die Küche und ich glaube, das gefällt ihm so ganz gut. Hier habe ich jetzt noch eine Tablet-Halterung und habe vom Philipp Joshs Tablet bekommen. So kann er nämlich auch während dem Kochen oder während des Essens einfach was anschauen. Ein YouTube-Video von mir zum Beispiel. Oder auch die App benutzen, die ich drauf installiert habe. Ich habe praktisch die Sally-App drauf und die HomeConnect-App und habe jetzt auch schon alle Bosch-Geräte mit der App verbunden. So kann er die Geräte nämlich steuern und hat eben alles schön griffbereit und vor allem eben auch sein Tablet da, wo er es braucht. Und er kann es dann hier auch, ich habe eine richtig coole Halterung, das kann er auch so quer nehmen und wirklich was Schönes anschauen und eben auch verstauen. Dann gibt es noch Vasen für Joshs Küche und Vasen muss man nicht immer kaufen, man kann Vasen auch ganz toll selber machen aus alten Flaschen. Ihr könnt entweder Smoothie-Flaschen nehmen, Weinflaschen, egal welche Flasche ihr auch da habt, Glasflaschen nicht wegschmeißen, sondern wirklich upcyclen. Und ich habe jetzt hier einfach einen leeren Karton und wenn ihr die hier reinstellt, habt ihr wie so eine kleine Lackierkabine und drumherum wird einfach nichts schmutzig. Bei dieser Flasche hier nehme ich ein bisschen Kreppband und klebe es außen herum. Die möchte ich nämlich nicht komplett bemalen, sondern wirklich nur den unteren Teil oder auch nur so einen Streifen. Und der Rest bleibt dann schön durchsichtig und transparent. Da kann man nämlich noch eine schöne Lichterkette reinmachen. Ich habe jetzt hier noch so Kork-Untersetzer, also Glasuntersetzer, gekauft und die werde ich jetzt noch individualisieren. Dafür nehmt ihr einfach ein bisschen Klebeband, Farbe und dann könnt ihr die Streifen draufkleben, auch ein schönes Muster draufkleben und einfach ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Jetzt geht's an mein Lieblingsthema, nämlich Dekorieren. Ich
Ich finde, so ein Esstisch oder eine Küchentheke sollte auch ein bisschen dekoriert sein, aber ganz praktisch dekoriert sein, nämlich mit Dingen, die man dann auch braucht. Zum Beispiel Salz- und Pfefferstreuer, vielleicht ein Olivenöl, ein Chiliöl oder irgendwas noch dazu. Von mir aus auch Gläser. Die Untersetzer packe ich noch hier mit drauf, aber eben auch für die schöne Stimmung ein bisschen Kerzen und Vasen, die ich schon vorbereitet habe. Bei der Vase kann man jetzt überlegen, ob man hier oben praktisch eine dünne Kerze reinsteckt, dann kann das auch ein Kerzenständer sein. Oder man nimmt so eine kleine LED-Lampe, kleine LED-Leuchten und steckt die hier rein. Denn, schaut mal, zack, wir haben auch ein schönes Licht, eine schöne Deko. Hier ist sie nun, Joschs fertig gepimpte Küche. Ich stelle euch jetzt mal die Highlights in Joschs Küche vor. Die Theke ist das Erste, was man sieht, wenn man Joschs Küche betritt. Und ich habe jetzt hier nicht nur diese angenehme Arbeits- und Stehhöhe, sondern ich habe hier auch einen Schrank. Und zwar habe ich hier den Kesselböhmer Tandem mit reingepackt. Habe den jetzt vollgeladen mit Dingen, die der Josch fürs Frühstücken braucht. Oder eben auch Snacks, Getränke und eben alles, was er hier für den Hintergrund für die Kaffeemaschine verwendet. Hier habe ich einfach den Vorteil beim Tandem, dass ich ein Drittel des Schrankinhalts in der Tür habe und zwei Drittel im Schrank. Und beim Öffnen der Schranktür kommt mir praktisch der ganze Inhalt entgegen. Ich muss nicht da hinten irgendwo in einem Schrank rumwühlen, sondern habe alles griffbereit, alles schön ordentlich und ich weiß auf einen Blick ganz genau, was ich in meinem Schrank habe und was vielleicht eben auch noch fehlt. Hier weiter hinten ist dann direkt auch die Müsli-Bar an dieser Kücheninsel. Die Kücheninsel ist praktisch zum Arbeiten für jeden Tag gedacht. Hier an der Kücheninsel habe ich auch von Nobilia praktisch diese Aufladestation fürs Handy. Das heißt, hier kann er auch beim Arbeiten das Handy ablegen, sodass sich dieses ganz induktiv auflädt. Steckdosen sind hier in der Leiste mit dabei, die auch schön versteckt sind. Dann habe ich hier im Arbeitsbereich noch hier den Kesselböhmer Dispenser. Da habe ich im Prinzip einfach alles wie so einen kleinen Apothekerschrank, so einen Junior-Apothekerschrank, habe alles griffbereit. Vor allem bewege ich mich hier wirklich im Zentrum der Küche, habe da den Kochbereich, hier den Spülbereich und hier einfach den Arbeitsbereich und kann von überall aus hierhin zugreifen. Hier links habe ich an der Theke dann praktisch noch mit offenen Holzregalen gearbeitet, dass er wirklich hier auch Müslischalen hat, die ihr hier weiter oben eben auch verwenden kann. Ein weiteres Highlight in Joschs Küche ist der Wasserplatz. Und zwar habe ich hier die Blanco Unit und das ist die perfekte Einheit aus Spüle, Armatur und Müllorganisationssystem. Ich habe hier bei Josch einen Drink Hot eingebaut von Blanco. Und zwar habe ich hier rechts einen ganz normalen Wasserhahn, praktisch mit Kalt-Warmwasser zum Spülen. Hier links habe ich die Möglichkeit, kaltes, mehrfach gefiltertes Wasser zu ziehen oder eben kochend heißes Wasser auf Knopfdruck. Das heißt, ich habe hier ein sekundenschnelles kochend heißes Wasser. Der Josch braucht keine Teekanne, er braucht keinen Wasserkocher. Und das habe ich jetzt hier links praktisch und habe trotzdem den Vorteil, dass ich einfach nur wirklich wenige Sekunden warten muss, kann das heiße Wasser ziehen und ein paar Sekunden später kann ich wieder ganz normales, kaltes, gefiltertes Trinkwasser rauslassen. Was ich auch ganz schön finde, ich habe hier dieses Click and Touch. Das heißt, ich kann an dem Rädchen drehen und kann sogar die Auslaufmenge bestimmen, zum Beispiel 200 Milliliter kaltes Wasser oder 3 Liter kochend heißes Wasser. Ich habe einfach keine Wasserverschwendung, keine Ressourcenverschwendung, weil ich einfach ganz genau weiß, wie viel Wasser ich haben möchte. Hier in der Mitte, ich habe praktisch 3 Spülbecken, also zum einen hier das große Spülbecken, hier ein kleines Becken und noch das Auslaufbecken und ich habe hier einfach noch eine Depotschale, die ich hier reinsetzen kann. Und hier kann er, weil er ja auch alleine hier lebt, muss ich dazu sagen, hier kann er den Biomüll verstauen und dann draußen einfach im Garten entsorgen. Er hat nämlich gesagt, er wird gar keine Biomülltonne bestellen, sondern wird einfach alles im Garten entsorgen, wo er dann alles schön kompostieren kann. Und wenn er diese Depotschale hier nicht verwendet,
kann er sie zum Beispiel auch hier unten ins Mülltrennsystem mit reinstellen und hat dann eben auch alles schön verstaut. Wenn man vor dem Spülbecken steht, habe ich hier rechts zum Beispiel die Geschirrspülmaschine. Und das ist eine kleine Geschirrspülmaschine von Bosch, weil der Josch eben hier alleine lebt und eine große kriegt er eigentlich gar nicht gefüllt. Und die kleine kann er dann wirklich anschalten, ist platzsparend und es passt eben auch alles rein, was er hier benutzt. Hier drunter sozusagen auch alles, was er zum Spülen benutzt, verstauen, wie zum Beispiel die ganzen Vorräte wie Spülpulver, Geschirrspülmittel, Spülmittel und so weiter. Einen Eimer habe ich leer gelassen, da kann er zum Beispiel sein Glas verstauen und dann eben wegfahren zum Glascontainer. Hier ist dann sozusagen der Mülleimer und da kann er, wenn er die Hände voll hat, einfach mit dem Fuß dagegen. Da gibt es von Nobilia das ganz tolle System und so fährt der Mülleimer ganz von alleine raus und er kann hier Restmüll und Wertstoff ganz gut entsorgen. Und was ich hier auch noch habe, weil ich weiß, dass der Josch zum Beispiel auch Tüten, die er vom Lieferdienst bekommt, wie zum Beispiel vom Dönermann, da bekommen wir immer diese Plastiktüten, die wir eigentlich nicht wollen, aber der Josch hebt sie dann auf. Und weil diese kleinen Tüten eben oftmals nicht in diese großen Müllbehälter passen, gibt es noch so Select-Clips. Die habe ich ihm schon mal reingeklippt, da kann er nämlich auch kleine Tüten, die sonst nicht in den Mülleimer passen, einfach reinklicken und kann so eben die Mülltüten noch verwerten, ohne sie sinnlos wegzuschmeißen. Ich habe jetzt diese Eckhochschränke. Links habe ich jetzt mal alle Gläser aufbewahrt, sodass er wirklich hier die Gläser nehmen kann, sich am Wasserhahn an Wasser bedienen kann oder eben die Gläser auch für die Ginbar zum Beispiel nutzen kann. Und hier rechts habe ich seine Backvorräte verstaut. Und weil man oftmals oben gar nicht so gut rankommt, gut, der Josch ist jetzt groß, aber trotzdem, vielleicht hat er auch mal eine Partnerin, die etwas kleiner ist oder Mama und Papa kommen vorbei, Freunde, die eben nicht so groß sind, habe ich hier den iMove eingebaut. Da kann er nämlich die Vorräte einfach schön nach unten ziehen. Manche habe ich jetzt schon umgefüllt, sodass er einfach schon Vorratsdosen hat, die er eben immer wieder auffüllen kann. Und hier in der Mitte habe ich aber noch Platz für eben verschlossene Vorräte, weil jetzt der Josch jetzt nicht so der große Kuchenbäcker ist, aber zum Beispiel Pancakes ganz gerne mal macht oder eben auch mal sowas Kleines backt. Und dann hat er hier einfach so die wichtigsten Backzutaten, die er dann immer individuell nachkaufen und auffüllen kann. Und hier unten habe ich an der Küchentheke sozusagen das Mosaiksystem. Das ist so ein Klicksystem, was er auch, wenn es ihm zum Beispiel jetzt gar nicht gefallen würde, selbst noch austauschen kann. Man kann hier diese Einzelelemente nämlich wegnehmen und ganz individuell wieder woanders hinhängen. Und ich habe jetzt hier einmal eben diesen Einsatz für die Olivenöle oder auch hier den Einsatz, wo er auch was drauf schreiben kann, wie zum Beispiel eine Einkaufsliste oder eben das Ganze als Regal benutzen kann. Ich bin hier jetzt in der Kochzone und habe ein großes Induktionsfeld, ein richtig schönes Kochfeld, wo er wirklich auch mehrere Töpfe und Pfannen einfach auf einmal benutzen kann. Und ich hatte früher bei meiner Mutter in der Küche immer das Problem, meine Mama ist ungefähr so groß und sie hatte so einen Dunstabzug, der bis hier hing. Und ich habe mir immer den Kopf angeschlagen und deswegen bin ich auch ganz froh, dass es hier einfach Wandessen gibt, die wirklich schön flach sind und trotzdem sehr leistungsstark. Und gerade beim Josch bietet es sich halt auch an, weil er sehr groß ist. Hier drunter habe ich dann praktisch die Schubladen und hier habe ich jetzt das ganze Kochbesteck gelagert, was er hier verwendet und auch die Gewürze schön abgefüllt, sodass er alles griffbereit hat. In der zweiten Schublade dann noch Pfannen und Töpfe. Und ich habe jetzt hier auch überlegt, wie viel kommt beim Josch in die Küche. Er lebt momentan zwar allein, aber er hat ja auch viele Freunde und Gäste, die ihn immer wieder besuchen. Und deswegen habe ich mir gedacht, er kocht ganz gerne im Gusseisen, das weiß ich. Und deswegen habe ich ihm jetzt zwei Gusseisentöpfe reingestellt. Einmal den Murat, einmal die Ella, weil er darin einfach schön kochen kann. Und damit er eben auch mal was anbraten kann oder seine heißgeliebten Pancakes machen kann, diesen flachen Gusseisentopf bzw. die flache Pfanne, das ist wirklich nämlich universell einsetzbar. Das heißt, er braucht wirklich nur diese Pfanne, die eckige. Er schwärmt von der eckigen Pfanne, die er schon für seine Eltern in der Küche hatte. Und da weiß ich einfach, er bereitet hier alles zu. Sowohl das Frühstücksei als auch Pancakes, Pfannkuchen. Und deswegen braucht er auch keine beschichtete Pfanne oder nochmal eine Eisenpfanne, sondern hat wirklich einfach ein Universalgerät für alles. Und hier unten habe ich dann noch den Einsatz von Nobilia mit drin. Und da kann er einfach seine Vorräte reinpacken, die noch verschlossen sind. Und dann hat er auch alles schön übersichtlich, kann von oben reinschauen. Und ich denke auch, dass ihm diese eine Schublade ausreichen wird. Und weil der Josch eben ein großer
Weinliebhaber ist, habe ich hier einfach dieses Holzelement reingeplant. Da hat er seine Weinflaschen jetzt drin, hat die auch beim Kochen immer griffbereit oder eben hier am Tisch. Dann habe ich hier den Backofen und zwar ist er schön auf ergonomischer Höhe, schön erhöht gebaut, sodass er sich einfach nicht nach unten bücken muss. Und ich habe hier ein Multifunktionsgerät von Bosch. Das ist nämlich der Backofen, der Volldampf besitzt. Das heißt, der Josh kann den Backofen als Dampfgarer benutzen, aber eben auch nur den Dampfstoß benutzen. Und das finde ich schon ganz gut, weil so der Backofen nicht nur ein Backofen ist, sondern wirklich so ein Multifunktionsgerät, was er eben individuell einsetzen kann. Und jetzt kommen wir zum letzten und wahrscheinlich für Josh wichtigsten Highlight, nämlich zur Kaffeebar. Hier ist die Kaffeebar mit einer richtig hochwertigen Gräfs-Siebträgermaschine. Und hier drunter habe ich sozusagen noch diese Schubladen. Und es ist so, 80% der Briefe werden in der Küche geöffnet. Also wenn ihr euch jetzt mal überlegt, ihr seid zum Briefkasten gelaufen, holt die Briefe nach Hause, wo öffnet ihr sie? Es ist wirklich so, 80% der Briefe werden bei allen in der Küche geöffnet. Und dann hat man immer so eine Schublade, die vielleicht ein bisschen unordentlich ist. Die Briefe liegen herum, Papierkram liegt herum. Vielleicht noch der Stundenplan der Kinder oder alles Mögliche, was man so an Papierkram noch hat. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich diese oberste Schublade hier, wenn er praktisch direkt vom Eingang hier reinläuft, einfach eine Brief- und Organisationsschublade hat. Hier habe ich im Prinzip sein Etikettiergerät verstaut, die ganzen Fernbedienungen, habe hier noch ein bisschen Schreibkram, also Stift und Zettel, dass er sich eben auch mal was notieren kann, habe aber auch Platz für Briefe und Wichtiges, was er hier einfach mal unterbringen kann. Wenn er es nicht gleich bearbeiten möchte oder kann, kann es hier ablegen und es sieht halt trotzdem ordentlich aus und es ist keine, ja, Rümpelschublade. Hier oben, wie gesagt, die Organisation. Eins weiter unten habe ich dann das Geschirr. Das habt ihr vielleicht bisher schon vermisst und denkt euch vielleicht, wieso steht es nicht da vorne bei den Gläsern. Aber ich habe mir gedacht, gerade bei Porzellangeschirr, was eben auch mal schwer ist und geräumig ist, das habe ich jetzt hier auf der Höhe auch ergonomisch eingeräumt, sodass man es wirklich von hier direkt praktisch hier an die Theke stellen kann und eben wieder zurück. Und dann hat man alles schön griffbereit und eben auch sauber, ordentlich. Das war mein Küchenrundgang und die Küche von Josh. Und jetzt würde ich sagen, holen wir Josh und überraschen ihn. Darf ich kommen? Ja. Oh Gott. Ich hoffe, es gefällt dir. Okay, komm herein. Komm rein. Oh mein Gott. Komm rein. Ich bin sprachlos. Hier hast du so deine Barista-Ecke, weil ich ja weiß, du bist so der Barista und schickst mir ja manchmal Schwäne und Blätter. Ach Gott, ist das der Wahnsinn. Wie kommt denn der ganze Gin her? Ja, da hat mir der Philipp geholfen. Also der Philipp hat das hergebracht. War der eingeweiht? Ja, auch deine Heißluftfritteuse. Was? Zum Beispiel, die Heißluftfritteuse hat er mitgebracht. Was? Ist die auch da? Ja, natürlich. Nicht im Ernst, oder? Doch, direkt Ach Gott, wie hier. Geil. Ganz cool. Ja? Sind das eigentlich Müsli-Spender? Wie so im Hotel, da macht man so die Schüssel drunter und kann sie... Ja. Kann ich da mal dran drehen? Ja, mach. Komm, mach. Genau. Ah, okay. Dann so weg? Genau, einfach runterziehen und jetzt die Schale drunter. Und einfach drehen. Wie satisfying ist das bitte? Sehr, sehr schön doch. Darf ich mal kurz? Ja. Okay. Okay, das ist ziemlich abgefahren. Schon beschriftet natürlich. Ich habe jetzt schon die Küche geplant und eingerichtet und ich hätte jetzt ganz gerne bitte dein Versprechen, Pancakes einlösen. Und ein Cappuccino. Ich löse es ein. Dankeschön, oh Gott. Die Küche ist der absolute Wahnsinn. Thank you.
Mission geglückt. Josh gefällt seine neue Küche. Ich bin wirklich sehr froh darüber, denn ja gut, also ich habe mich ja umgehört und ich meine, ich kenne ja auch den Josh und Philipp hat seinen Beitrag dazu geleistet. Deine Kollegen haben, haben einen Beitrag dazu geleistet. Auch die Kaffeebar. Also wir lassen es uns hier jetzt schmecken. Josh macht Pancakes für uns. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Danke auch an alle Partner, die uns hier bei Pimp My Kitchen unterstützen und uns unter die Arme greifen. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, denn da werden auch ganz, ganz besondere Menschen mit einer neuen Küche überrascht. Bis bald. Die leuchten ja alle, die Schokolade. Ja, alle mit Innenraumbeleuchtung. Boah. Also vor der Kamera habe ich das noch nicht gemacht. Ich gebe mein Bestes, okay? Okay. Keine Erfolgsgarantie, bitte. Ich bin... Ich bin da. Ich bin gerade einfach nur überwältigt von den ganzen Eindrücken. Und jetzt muss ich dich bekochen, oh Gott. Das schaffst du. Das wird schon klappen. Also das, was du hier umgehst, du hast dir wirklich, also lebenslänglich Espresso, Cappuccino, Müsli, Porridge und natürlich Pancakes. Jeden Max, Tag, immer, lebenslang. Vivi, versprochen. Ihr habt es drauf, ne? Gut. Du setzt dich jetzt dahin. Okay. Und wenn das piepst, dann genießt also jetzt deinen verdienten Feierabend quasi. Wenn das hier piepst, dann ist die Pfanne heiß und die hält die Temperatur. Ja, ja. Das weiß ich sogar noch. Ich habe Feierabend. Das weiß ich sogar noch. Du hast jetzt Feierabend, ich mache jetzt Pancakes. Los geht's. Diese Küche ist gepimpt. 'Ich liebe dich, Muffin. Für eure Küchenausstattung bei www.sellys-shop.de. Alles, was ihr dafür tun müsst, ich versuche seriös zu wirken, wie in der TV-Werbung.